Moin Moin und herzlich willkommen zum Kerbal Modding Mittwoch in der 1.1 mit Scatterer Remastered. Ich musste zu meinem Entsetzen und in euren Kommentaren feststellen, dass ich es hinbekommen habe, die Settings, die ich für den Livestream gemacht habe, mit der Limitation, stumpf in meine Aufnahme zu übernehmen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Qualität grottenschlecht war. Und das lasse ich natürlich nicht auf mir sitzen, sondern da wird natürlich geremastert. Und deshalb machen wir das jetzt nochmal und guckt mal, wie hübsch Scatterer ist, wenn man es nicht mit Pixeln vollhaut. Also, wir gucken uns heute Scatterer an. Ich habe es in der 1.1 installiert, da die Fragen schon kamen. Ja, das Mod gibt es natürlich auch für die 1.05er Version, für die von euch, die noch auf dem momentanen Stable Release spielen. Wenn ihr dem Link in der Videodescription folgt, dann kommt ihr in den Forumspost. Am Ende des Forumsposts sind beide Downloads verlinkt. Einmal die 1.1 und einmal natürlich die 1.05. So, jetzt nochmal der Vollständigkeit halber. Was macht denn Scatterer? Scatterer macht, dass der Ozean deutlich realistischer aussieht und ihr solche hübschen Lens Flares bekommt, wie ihr hier gerade sehen könnt. So wunderschön ist es nicht. Und ihr dort hinten, das kann man da auch ein bisschen sehen, so eine Art Atmosphäreneffekt bekommt. Also man guckt halt durch Luft und dadurch sieht man nicht ganz so weit. Also der Fernblick wird ein bisschen eingeschränkt, wodurch das Ganze ein bisschen realistischer wird. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt auch nochmal das Menü an. Das war ja nicht ganz so beeinträchtigt, aber wie gesagt, jetzt haben wir es nochmal hübsch und dann machen wir es auch ordentlich. Mit Alt F10 könnt ihr das Menü aufmachen und könnt an den Settings rumspielen, sowohl für die Atmosphäre als auch für den Ozean. Und ihr könnt vor allen Dingen auch das Post-Processing mal ausschalten. Und wenn wir das mal machen, dann seht ihr, wie Kerbal Space Program normalerweise aussehen würde. Also super Fernsicht, aber es sieht so ein bisschen, wie soll ich sagen, klinisch sauber halt aus. Und das erreicht ihr dann eben mit Scatterer. Wenn ihr das einschaltet, bekommt ihr so ein bisschen realistischen Look. Das Ganze kann man ganz toll eben, wie erwähnt, mit dem Eve-Mod kombinieren. Dann bekommt ihr halt noch Wolken und solche Sachen rein. Und dann sieht Kerbin insgesamt halt deutlich besser aus. Auch hier der Vollständigkeit halber, ihr könnt das für alle Planeten konfigurieren, die eine Atmosphäre besitzen und dort dann entsprechende Optikeffekte haben. Also auf Duna zum Beispiel ist die Atmosphäre dann so rötlich eingefärbt, als ob Staub unterwegs wäre und so weiter und so fort. Und insgesamt ergibt das halt einfach eine total tolle Optik. Also wenn wir uns das mal angucken, das ist natürlich ein Augenschmaus. Auch wenn die Kante da hinten jetzt nicht so schön aussieht, aber insgesamt der Ozean, das ist auch aus der Höhe echt schick anzuschauen. Und wie gesagt, wenn man sich das Ganze dann nochmal komplett aus der Nähe anschaut, auf jeden Fall eine Geschichte, die sich lohnt zu installieren, die auch nicht allzu groß ist. Und auch diese Frage kam, und wenn ich jetzt schon mal ein Update mache, dann können wir das ja auch gleich beantworten. Also ich merke bei mir keine großen Performance-Einbußen durch Scatterer. Ich kann ja mal die Geschichte hier aufmachen. Also wie ihr seht, ich habe sonst auch so zwischen 70 und 120 Frames, was man halt sonst so hat. Und ich habe jetzt halt auch so ungefähr 70 Frames im Schnitt und das läuft relativ stabil. Ist also nicht allzu ressourcenhungrig. Wie es auf älteren PCs aussieht, kann ich jetzt schlecht ausprobieren. Wenn ihr da Erfahrungswerte habt, dann gebt die gerne mal mit rein. Ansonsten werde ich jetzt mit Bill eine Runde in den Sonnenaufgang fliegen und noch ein bisschen die schöne Aussicht genießen. Und vielen Dank an euch für die Hinweise, dass die Qualität grottig war. Sorry, dass es passiert ist. Wird hoffentlich nicht wieder vorkommen. Ich muss da ein bisschen aufpassen, wenn ich irgendwie zwischen den Settings hin und her tüdel. Wie gesagt, war so ein Überbleibsel des Probe-Livestreams. Wenn man halt Full HD versucht, mit 512 Kilobyte Stream auf die Platte aufzunehmen, wird das ein bisschen dünn von der Qualität her. Ansonsten freue ich mich auf Freitag dann. Da kommt dann die neue Folge von Hardcore Kerbal. Natürlich in gewohnt hoher Qualität und nicht verpixelt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank fürs nochmal Reinschauen in Scatterer. Viel Spaß beim Ausprobieren. Mein Name ist Robert und tschüss.